Moin, moin. Ja, hier ist euer Delphi mit einer weiteren Folge mit Landwirtschaft Simulator 2013. So, heute machen wir wieder weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben, und zwar das lose Gras einzusammeln. So, aber wir sind ja mit unseren Ladewagen hier schon wieder voll. Den werden wir jetzt erstmal auf dem Hof stellen. So wie wir denn das brauchen, dass die Kühe zum Futter brauchen, dann werden wir diesen Hänger hier holen. So, natürlich wollten wir aber erstmal schauen, ob da noch ein Hänger schon leer ist. Und ansonsten wollen wir hier noch ein bisschen Heu noch rein tun. Das müssen wir erstmal sehen. So, den wollen wir wieder da abstellen. Wo war... Da steht er schon ganz gut. Ja, ein bisschen so dicht daran gekommen. Ja, das Gute ist hier, braucht man hier nicht so nach vorsehen, dass hier irgendwas passiert. So, perfekt. So, hier kann er stehen bleiben. Haben wir schon mal für die Kühe schon vorgesorgt. Ja, Mischrationen haben wir, können wir auch noch hier ordentlich füttern. Aber jetzt augenblicklich haben wir erstmal genug Futter bekommen. So, ich glaube, fahren wir mal gleich hier unter den ersten Hänger. Ich glaube, da war, man sieht ja. Halt. Ja, der ist leer. Ja, den können wir gleich nehmen. Zack. Ui, was ist denn los? Er hat ein bisschen durchgedreht. Ja, man, er dreht sich ganz schnell durch. So. So, mal gucken, wo wir stehen. Ja, hier, die Bahn wartet. So, na denn. Scheinen noch drei Bahnen zu sein. Also werden wir noch nicht alles in diesen hier reinbekommen. Aber wir haben ja noch einen Ladewagen. Aber dann müssen wir mal gucken, was wir da an Stroh noch loswerden. Wa? Das werden wir ja gleich sehen. Wenn wir da den Stroh noch loswerden, ich denke mir, dann könnten wir hier alles runterbekommen. So, den stellen wir natürlich denn da unter, wo wir den gerade hergeholt haben.
So, war schon wieder fast bei 90% gleich. Ja, das fühlt sich ganz schön zügig hier. Und schon ist der voll. So, na denn. Auf zum Hof. Ja, nicht zum Hof, sondern zum Haus. Da, wo die Kühe eben sind. So, den werden wir hier aber unterstellen. Ansonsten müssen wir uns noch einen Sammelwagen holen. Also das muss ich unbedingt runterholen noch. Das, egal wie. Na, ist halt ein bisschen zu weit. Nee, andersrum. So, ja. Denn nach rein. Na, ja, wieder umschalten. Nee, noch nicht. Ah, ich bin zu sichtbar dran, das ist es. Ah ja. Gut, da haben wir noch 51%. Na, mal gucken, was wir jetzt hier, wenn wir noch einstreuen, was wir da loswerden. So. Ne, werden wir leider nicht mehr viel los hier, meine Freunde. Ist schon leider voll. Ich glaube, das hatten wir vor, naja, nicht allzu viele Folgen ist noch nicht her. Ist egal, nicht so schlimm, meine Freunde. Wir werden dann zum Markt fahren und werden uns dann noch so einen Sammelwagen hier holen. Kein Problem. Uah, jetzt bin ich hier ein bisschen. Aber wir kriegen jetzt schon hin hier. So, na denn. Fahren wir erstmal unseren neuen Hänger holen. Aber den müssen wir natürlich erst kaufen. Naja, liegen lassen möchte ich jetzt gerade auch nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt mit eben ruck, aber ich glaube, das wird. Ich ahne schon, dass ich vielleicht noch zwei kaufen muss. Aber das Kaufen ist ja nicht das Problem. Wir haben ja hier noch Kohle. Dann werden wir mal schauen, hier haben wir das schon. Hier haben wir den mit 44.000, 43, 47 und 53.000. Den werden wir jetzt mal kaufen. So, der müsste jetzt schon dastehen, genau. Ich glaube, selbst der wird hier nicht mal erreichen hier. Ah. Jetzt hat er wieder vorne. Ah, ist so dicht dran gefahren. Ja, jetzt haben wir. So. Ach, da steht auch noch ein Gewicht rum. Ah,
Mann, 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 Mann. Oh ja, die ganzen Flächen müssen ja noch hier gerobert werden, aber wir machen erstmal das, was erstmal wichtig ist. Ich denke mir, bei der nächsten Folge müssen wir ja auch noch sehen, dass wir Mais reinbekommen. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge reinbringen. Ja, eigentlich wollten wir heute noch hier mit Gewächshäuser aufbauen, aber naja, dadurch, weil wir jetzt hier nicht alles einsammeln konnten. So. Ich glaube, wir müssen da noch hinholen. Jetzt kriegen wir noch nicht mal alles weg hier. Ach, hier war der Schluss. Ja. Ja, dann drehen wir nochmal. Da gibt es aber noch ein paar Reste gewesen. Ja, hier waren noch ein paar Reste. Gut, aber wie gesagt, die Rexhäuser, die rennen uns ja hier nicht weg. Wir machen denn so, wie wir Zeit haben. Ja, zwei Bahnen. Ich denke mir, da wird noch was übrig bleiben. Aber ist egal, dann lassen wir das liegen und holen das doch später ab. In Wirklichkeit ist es ja so, dass das eigentlich dann verfault. Aber wenn wir wieder was brauchen, brauchen wir aber wieder abmähen und dann ist es wieder schick. Genau, wir machen jetzt den Hänger jetzt hier noch voll und dann stellen wir den Hänger dann ab und dann schauen wir mal, was noch die Zeit übrig ist. Sollte nicht mehr so viel Zeit sein, dann, ach siehst du ja, mit Silage das Nachfüllen wollten wir ja auch noch machen wieder. Und wenn nicht, machen wir bei der nächsten Folge mit dir weg. Das müssen wir erstmal sehen. Also wollen wir jetzt hier nicht hier überstürzen. Das ist ja mal so eine grobe Planung. Ja, also das ist ja nur aufgehoben, ne? Kann man dazu sagen. So, naja, sind wir schon wieder bei 50%. Auf jeden Fall haben wir dann für die Kühe erstmal reichlich an Futter. Also da, an das soll das ja nicht liegen. Wir haben Stroh, wir haben Gras zum Futtern, wir haben genug Stroh und Heu und Silage. Damit können wir so viele die Kühe beglücken. Also hungern kann unsere Tieren hier keiner. Ja, mit die Tiere füttern, jetzt mit Silage, also hier mit Mischration, machen wir in späteren Folgen nochmal. Weil augenblicklich haben wir jetzt die Kühe so weit gefüttert, also da würden wir dann nichts viel loswerden und werden erstmal andere Sachen machen und tun und dann haben die Kühe in die Zeit denn schon wieder genug gefressen oder zu sich genommen, wie man sagt. So, den Rest lassen wir jetzt hier einfach liegen.
Der Dude ist ja im Spiel verdortet, jetzt hier nicht. Und wenn das so ist, dann ist auch nicht so schlimm. So. Und schon ist er voll. Und jetzt fahren wir bloß rein. Den Rest brauchen wir jetzt hier nicht. Wäre Quatsch, wenn wir jetzt hier noch so einen Hänger holen und dann das wäre jetzt Quatsch. Wir haben jetzt so viele Hänger jetzt zu stehen. So, den können wir ja hier vorne noch abstellen. So, perfekt. Naja, ob perfekt ist eine andere Sache. So, jetzt muss mal schauen, was die Zeit sagt. Naja, viel Zeit haben wir hier nicht mehr. Also werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall bei der nächsten Folge mit Gewächshäuser tun. Und deswegen werden wir hier heute hier mit weitermachen, dass hier erstmal Kohle. Und dass wir wieder ein bisschen Gülle oder hier für unsere Felder wieder Dünger bekommen. Ja. Ja, das sind immer so eine Sache. Ne? Wenn man erstmal jetzt in den Gängen ist, dann hat man hier eigentlich voll zu tun. Und das ist ja was denn. Gut, nachher richtig Spaß macht und vor allem jetzt, wo denn richtig mit Kohle das läuft. Naja, den Silo haben wir ja auch schon bald leer hier, also allzu viel ist da nicht drin, da sind noch 41%. Hat da oben gerade angezeigt. Ja, sind noch mindestens 239.999 Liter sind hier noch drin. Also, da sind noch ein paar Fuhren, die wir hier noch machen können. Ich muss dazu sagen, der Silo war ja, wo wir voll gemacht haben, noch nicht mal richtig voll gewesen, ja. Wenn man sieht hier, dass es um 1% runter geht, also wenn man einen Durchschnitt nimmt, sage ich mal, sind es vielleicht noch 38 Fuhren hier drin, die wir hier noch rausholen. Und da ist der schon wieder voll, aber wir machen jetzt eins. Da ist bloß 1%. Wollen wir trotzdem gleich nochmal eine richtige Fuhre holen. Ja, dann können wir schon mal eins machen. Wir können ja dann, wenn wir in der nächsten Folge mit dir Gewächshäuser,
könnten wir eigentlich theoretisch, wenn es von der Zeit, könnten wir gleich noch einen Wassertank holen. Ja, das könnten wir vielleicht noch machen. So viel Zeit haben wir jetzt hier noch. So, dann haben wir, wie gesagt, das Gras erstmal so weit runtergeholt vom Feld. Hier beim BGA haben wir jetzt hier auch erstmal wieder. Oh ne, passt noch mal drin. Haha, noch nicht vorbei. Ja. War die Mulde nicht richtig. Nicht den richtigen Kipppunkt gehabt, ne? So. Naja. Na gut, dann machen wir hier weiter. Na, komm hoch. Müsste aber jetzt bald voll sein. Ja, ist er voll. Genau. Gut. Ja. Zeitlich, tja. Werden wir sowieso nicht mehr richtig schaffen da. Ja. Wir können jetzt mal eins machen. Den brauchen wir jetzt hier nicht. Ja. Ich bin gerade beim Gucken hier. Hier fern. Abgekuppelt ist er. Jawohl. Wir fahren mit denen jetzt erstmal zum Hof, weil wir wollten ja eigentlich noch Mais ansehen. Das wollten wir noch jetzt. Und wie ihr sah mit den Gewächshäusern, jetzt kommt jetzt auch nicht drauf an. Jetzt wir müssen erstmal sehen, dass wir jetzt wirklich den Mais reinbekommen. Ja, ich würde Ihnen sagen, ach, du bist aber auch nicht so richtig, was du willst. Ja. Okay. Gut, dann holen wir jetzt erstmal. Das sind das ja die Teile hier, wa? Achso. Oder? Haben wir jetzt drei davon? So, da haben wir aber Knollen drin. Genau, da haben wir halt Mais. So, mit denen werden wir jetzt rüberfahren und schon mal in Stellung bringen. Das machen wir. Haben wir jetzt mal, hier fällt eine, dann werde ich die Abkürzung nehmen und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, dass wir hier Mais reinbekommen. Da wollten wir ja noch mal Mais ernten, da wollte ich ja noch was zeigen, weil jetzt hier mit den Bekrone da jetzt ständig der müsste jedes Mal warten, bis ich dann wieder zurück bin. Und so kriegt der Vikrone hinten dann einen Hänger ran. Siehst du, den könnten wir ja eigentlich verkaufen, weil wir, wenn wir dann wirklich nachher den Mais abernten, da werden wir dann eine neue Vikrone holen. Das könnten wir jetzt noch machen. Wir werden jetzt den jetzt im Feld rüberfahren und da steht die andere, unsere alte Big Krone, unser Feldhäcksler, den werden wir aber verkaufen und werden dann später, wenn das hier erntereif ist, dann einen anderen holen, der stärker ist. Aber das machen wir eins nach dem anderen, meine Freunde. So, jetzt switchen wir schnell mal rüber. Da ist er. So, mit dem fahren wir jetzt zur Verkaufsstelle. Den werden wir hier auf jeden Fall erstmal
verkaufen. Und wenn wir den verkauft haben, dann ist leider unsere Folge schon wieder am Ende. Wenn ich das so richtig schaue, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen überziehen. Aber naja, jetzt kommt nicht drauf an. So, da vorne ist es ja schon da, wo wir hin müssen. Da fahren wir jetzt mal hier gleich Feld ein hier oder ein bisschen über ein Feld drüber. Den Teil vorne, den könnten wir eigentlich erstmal hier abstellen. Genau. Den bräuchten wir dann eigentlich nicht kaufen, aber den kann ja andere gleich nutzen. So. So, dann kriegen wir noch wesentlich 237.000. So, nun ist er weg. So, meine Freunde, jetzt sind wir leider hier schon wieder am Ende mit unserer Folge. Ja, schauen wir uns hier noch ein bisschen um hier. Ja, nee, generell am Ende mit unserer Folge sind wir hier noch nicht. Aber für die heutige Folge sind wir erstmal am Ende. Ja, ich hoffe, dass es euch wieder genauso Spaß gemacht hat und würde mich sehr freuen, wenn ihr nicht mal wieder reinschaut bei Landwirtschaftssimulator 2013 oder schaut in meinen anderen Projekten rein, einfach Team Delphi eingeben. Ja, und vor allem würde ich mir sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo oder einen Daumen da lässt. Ja, ich sage für heute schon mal, ciao, ciao, haut rein, euer Delphi. Bleibt gesund, Leute. Ciao, ciao.